So, Bilal ist zu Besuch in Tennessee, in Nashville bei Hani Mukhtar. Hani Mukhtar, gerade Torschützenkönig, ist ganz oben bei Dings, MVP-Race in der MLS, rasiert die ganze Liga und ich bin gegen LA Galaxy. Und Bilo macht einen Vlog und ich liebe LA. Ah nein, das ist in Nashville das Spiel. Ich liebe aber amerikanische Sportveranstaltungen. Und ich bin auch gespannt aufs NFL-Spiel. Aber auch beim NFL-Spiel, darauf freue ich mich auch. Ich will mal sehen, wie es ist. Herzlich willkommen, Leute, zum Stadionvlog in Amerika. Nashville SC. Die letzten beiden Spiele hat Hani einen Doppelpack gemacht und einen Hattrick. Aber heute spielen sie gegen LA Galaxy. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wenn sie gewinnen, sind sie safe in den Playoffs, oder? Das heißt... Junge. Wir werden so oft jetzt hier in dieses scheiß Loch reingucken. Guckt euch an. Das geilste Spiel eigentlich rausgesucht. Sie spielen heute gegen Chicharito, Ricky Hut. Stimmt. Ruiz, Douglas Costa. Alle dabei. Die sind jetzt schon extra anderthalb Stunden früher zum Stadion gegangen. Ihr hört es auch schon. Für die ist genauso wichtig. Genau. Für die müssen auch gewinnen. Ganz wichtig. Ich werde euch so alles drumherum zeigen. Und außerdem, wir haben gestern exklusive Einblicke bekommen. Das werde ich euch vorher einschneiden. Da sind wir die Kabinen durchgegangen. Kabinentrakt und alles, was dazugehört. Ja, und, sein. Ja, wie wird's viel Spaß, Leute? Ich zeige euch, wie ein Fußballspiel in Amerika abläuft. Wir hätten den Edit gemacht hier. Ja! Also Leute, wir haben jetzt das war wirklich wir sind jetzt einen Tag vorm Spiel für den Stadionvlog. Hier haben wir Mr. MVP und wir kriegen jetzt so eine kleine Tour vorm Stadion einfach mal. Let's go. Dann geht's ja auch direkt. Mhm, haben wir jetzt hier. Ja, diese Facilities und also diese Gelände von Sportteams in Amerika sind so geisteskrank. Das ist so schön zu sehen als Fußballer. Bin ich mal gespannt aufs Stadion. Locker Room, also die Umkleide von den Männern. Boah. Hey, hätte ich mich nicht gedacht. Die haben eigenes Essen gerade. Cool. Hey, wie cool. Ist geil. Yes, sir. Yes, sir. War kein Bilo Hani, wir waren früher alle bei Hertha. Also die sind sogar. Nee, Hani ist 95er, glaube ich. Oder sind beide 96er? Ich glaube, Hani ist 95er, Bila ist 96er. Also auf jeden Fall waren wir alle bei Hertha. Ja. Sag mal einmal. Nimm mal ein Trinken schnell raus, für mich, Bruder. 95. Nimm dir was, was willst du? Hauptsache Hertha lässt sowas wieder gehen, super. Was willst du? Nimm mal da eine links, eine Erdbeere und nimm mal da eine Sambi, hier schönes. Klar, das schön trinken. Monster. Das ist teuer, ist einfach. Das ist teuer, das ist wow. Ekelhaft. Never give up on you. Karin, sag mal. Was heißt das? Schwer. Alter, ist ja richtig geil. Boah. Wow. Geil. Sehr, sehr nice. Geil, dass wir so eine Einblicke hier bekommen. Perfekte Kabine. Sehr, sehr, sehr nice. So. Ich glaube, an der Taktiktafel wird denen aber nicht so viel beigebracht, den Jungs. Schuhe? Wenn deine Schuhe waren, wenn du solche neue Schuhe hast, ne? Egal, was? Komm, sind sowas, meine ich. So sind richtig so abgespacete Sachen haben die. Natürlich kenn ich das, aber seit wann gibt's denn sowas, dass sie so... Digga, bei Hertha, wir mussten unsere scheiß Schuhe in die Sauna stellen. Wow. Leute, wenn ihr neue Schuhe bekommt, ihr wisst doch, wenn die Schuhe immer an den Seiten drücken, dann packt ihr die einfach in den Schuh. Wir hatten eine Sauna in der Kabine und die Sauna war einfach nur für unsere Schuhe gefüllt. Da ist niemand reingegangen, immer nur vor Training in die Schuhe rein. Steamer oder wie das heißt? Krass. Geil. Nee, oder habt ihr einen Whirlpool? Physio. Oh mein Gott. Warte. Der Physioraum. So viel liegen, wie viel Tape ohne Ende. Okay. Nee, oder habt ihr einen Whirlpool? Zwei Whirlpools, ja. Oh mein Gott. Ist also eins kalt, eins warm, ne? Bruder, wollt ihr mir sagen, ihr habt vier Physiotherapeuten? Ja. Junge, was? Sehr, sehr, sehr. Hertha hat drei Physiotherapeuten, by the way. Also, jetzt mal ohne Spaß. Werbung, yes, Alter, yes. Guckt euch an. Hätte ich niemals gedacht, dass in der MLS. Also, sorry, dass es jetzt so rüberkommt, dass es so professionell, dass ihr alles habt. Das ist krass, es ist alles professioneller als drüben, das ist das Heftige. Die sind so, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, die sind so einfach beim Sport auf dem neuesten Stand, die haben die neuesten Geräte immer, die wissen alles, was man braucht, alles ist richtig modern.
Die haben so viel Stuff dafür, die haben für jeden Kack, wir haben Psychiater, die haben, keine Ahnung, einer massiert Füße, einer macht das. Das ist so heftig. Deswegen, ich liebe so Sportsachen anzugucken oder Sport, alleine Gelände anzugucken bei amerikanischen Vereinen oder Stadien, Digga, die Stadientouren, die Stadien von NFL-Mannschaften, Digga, was da so abgeht, wow. Dass hier alles so professionell, hätte ich ja niemals gedacht. Guck mal, die haben sogar, glaube ich, für nach dem Spiel ausradeln, Männer, ausradeln nach dem Spiel. Much important, much important. Hol mir morgen Chicharito ran und lass mich mit dir ein Foto machen. Quatsch hier nicht so viel rum. Razory, danke für 5. Ich wüsste dir. Let's go, lass nochmal Pressekonferenz zeigen. Ah. Ja, Herr Kammeré, wie fanden Sie das Spiel gegen LA Galaxy? First of all, only in English, please. How was the game against Chicharito? Dann danke für Prime. Me as a player? Or you as a player, yeah. Personal. Ja. The most important is if you are near to the player, you know? You have to contact. Close. You must have the contact. If you have the contact, it's important. You have like to put in a sometimes. Was? Agger. No, it's not anymore. Yes! Oder guck mal bitte. Digga, was? Ekelhaft. Jetzt. Boah. Let's go, Männer! Boah. Hier laufen die ein. Boah. Oder? Leute, wisst ihr, was dieses Licht... Was dieses Licht... Guck mal, wie cool es gerade aussieht von Hani. Boah. Leute, wisst ihr, was dieses, cool, was dieses Licht dort macht eigentlich? Dieses Licht ist dafür da, dass der Rasen richtig schnell regeneriert. Ja, yeah, sorry, das sind exklusive Einblicke, die bekommt nicht jeder. Komm auf, wa? Oh, Digga, was ist das für ein schöner Rasen, Junge. Zeig mal, wie du raufgehst. Boah. Ich weiß ja, wie du immer raufgehst. Mal gucken, ob Bila was Schönes dazu sagt, ich bin gespannt. Zeig mal, wie du raufgehst und dann, bravo. So, weißt du, wenn Kamera, wenn der Ecke schießt, kommt die doch immer so ran. So, dann machst du kurz meine Nase. Wie? Du weißt, bei einem Fußballer, an seiner Haltung alleine weißt du schon, der Junge kann das. Schwer. Wie meine Beine stehen? Ja, 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 ein Bein muss vorne sein. Johnny, danke für den 7. Aha. Man sieht ehrlich, der macht jetzt eine gute Ecke. Schwer. Daran weißt du schon, wenn du so okay stehst. Er hat meine Gucci-Socken und meine Hose. Hä? Okay. Da weißt du, der Junge ist irgendwie komisch. Okay. Aber wenn du so stehst. Jetzt schlag mal die Ecke, komm, ja, das ist ja nicht wichtig. Komm. Du musst kurz gucken. Hat er meine Socken geklaut? Meine Socken geklaut. Nee, oder? Gucke ich hier so auf die Füße. Sehe ich da Gucci-Socken? Die Hose sowieso, aber die Socken, du hast meine Socken geklaut. Junge, der hat meine Socken geklaut. Einfach für Amerika, um dann zu flexen. Okay. Er hat meinen Koffer geklaut. Jetzt schlag mal die Ecke, komm, wir wollen es ja nicht. Tor! Tor! Let's go! Okay, let's go! Leute, der Rest, das war jetzt einfach nur so vorm Spiel. Einen Tag vorher haben wir jetzt diese Einblicke bekommen. Von Hani und von dem, die dafür zuständig sind. Ah, nee, Mr. Miami. Das war einfach jetzt so, das werde ich vorher reinmachen und morgen werde ich dann skippen zum. Spiel. Und alles weitere kommt dann morgen. Wird auch ein bisschen längerer Stadionblock. Sind jetzt auf dem Weg. Ich dachte gerade, ich fahr Auto, ne? Was hat Tani für ein Auto? Was ist das? Das ist wie ein Range Rover? Stadion. Leider ein schlechtes Wetter bekommen, aber plötzlich soll es aufhören zu regnen. Sind wir so vorm Stadion. Überlegt mal, ihr habt hier ein Haus. Die lassen sich einfach auf. Sieht aus wie England gerade. Hier ein Gelände für $40 parken. Guck mal bitte hier. Lol. Digga, was machst du da bitte an einem Spieltag für Money? LOL, die lassen Autos für $40 bei sich parken. Was ist denn das für ein Money-Glitch, Digga? Hier, der macht 200 Euro pro Tag. Und dafür werden die nicht abgeschleppt. Wie gut. Aber wie gut die zusammenarbeiten. Guckt euch an. Guckt euch das mal an. In Deutschland, du parkst hier auf Bürgersteig. Nein, ruf die Polizei weg hier. Ich darf nicht parken. Pro Auto? Deine Einfahrt, ich muss da noch raus. Muss wieder einkaufen gehen. Nicht mehr. Sorry. Komm, halt ihn an. Nashville, halt ihn an. Mokhtar. Mokhtar! Special Entrance. Aha. Ja, Moses. Aha, Moses kennt ihr. Bravo! Nein. Come on! Let's go! Let's go! Get it! How are you, Moses? Oh, it was
so sweet to be with you guys. So they broke the commandments. We do a wrestle. Oh, no. Let's see it. Let's see it. That's the poster. Uh-huh. Absolutely. Are you ready? Right color Land Rover. Yes. Wow. Let's go. Good. Let's fucking go. Thank you, brother. Und bleibt die Fresse. Keiner weiß, wer du bist. Thank you, guys. Thank you. Smash der Freunde. Die sind so lieb, alle. Der Mann geht jetzt in die Kabine. Nein, 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 nein. Antox dann von Prime. Oh, Jim Bombo. So sieht das Stadion thank you, guys, thank you, guys. Außerhalb aus. Schauen wir mal gleich mal drin, was da drin so abgeht. Wir haben jetzt noch hier zwei Fans getroffen. Ich habe die gefragt, ob es okay ist, das zu filmen. So, guys, what do you think about Hani Mukhtar, first of all? He's good. I just don't want him to be too good. I'm scared that he's going to be really good and go off to Bundesliga. Uh-huh. So you expect that Hani's performing like this or like this good? You know what I mean? Okay. So do you think like Nashville is going to the playoffs? Like they definitely to the playoffs. If they win today, I think we'll have a home match in the playoffs. So today's an important game, or? Er ist so nervös, der will gar nicht rankommen. Der soll überlegen. Okay. The most important question. Tan mit dem True for 3, hab genau, Tan, da bringt sie nämlich gar nichts. Geil, danke dir. Tan Mukhtar, is he the MVP for the season? Tan, vielen Dank. Okay, thank you guys, have fun. Aha! Auf die 3, Stack Jumpy, Dankeschön für die 3, der nichts bringt. Überall, Hani Mukhtar. Und auch da hast du halt Sterne über deinen Kopf, Stack Jumpy. Überall, Hani Mukhtar. Dankeschön. Es geht weiter, Aronson? Überall, Hani Mukhtar. Ist nicht der Aronson von Salzburg, oder? Es geht weiter, es geht weiter. Doch, wie cool es aussieht. Es geht weiter. Warte, regnet's? Lol. Das ist ja nicht mal drin. Wenn ich die ganzen Essensläden hier sehe, kriege ich Hunger. Ich muss ehrlich sagen, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an ein Berlin, stimmt. American Football Spiel, an so ein Event, wo wirklich so die Leute herkommen, um einfach so entertained zu werden. Ja. Also nicht jetzt die typischen Fans, die hoffen, dass ihr Team gewinnt, bla bla bla. Ja, das ist so wirklich so. In Amerika ist es mehr ein Event, anstatt wirklich, also du gehst dahin mit deiner Familie, so einen geilen Tag zu haben einfach. Bob, geh zum Spiel. Wechsel dann im vierten, um entertained zu werden. Da ist nicht so, wenn mein Team verliert, dann heul ich rum, bla bla bla. Da geht's darum, Show, da Feuerwerk, da Cheerleader, da tanzen, da Lattenschießen, da Lattenschießen um 500.000 Euro, wenn du triffst, von der Mittellinie. Und so, das merkt man ja auch, wie die Show aufgebaut ist. Und die Fans, die sind einfach da, um zu konsumieren, das Event. Und ich finde es auch, das ist halt tausendmal mehr entertainment als so ein Stadionspiel in Europa oder so. Natürlich ist das Niveau jetzt nicht so hoch. Aber ich rede jetzt auch vom Basketball und sonst was. Die wissen halt, wie man Leute unterhält. Und im Endeffekt hast du als Fan oder als Zuschauer, wurdest du mehr unterhalten und hattest einen geileren Tag, als wenn du bei einem normalen Spiel bist. Außer dein Team gewinnt. Wenn dein Team verliert, hast du halt einen Scheißtag gehabt. Sondern? Es ist nicht langweilig, Leute, trust me. Kalle war beim Basketballspiel. Kalle, man steht auf, man tanzt da rum, wie sonst was, Digga. Denkst du, in Berlin, in hier Olympischen kannst du eine Dancecam-Mann machen? Das geht nicht. Das ist einfach, der Spirit von den Leuten ist einfach so, wir haben jetzt einen geilen Tag. Ich glaube, wenn man die auf die Meinung hat, war ich einfach gar nicht. Ja. So, wir haben jetzt einen Lounge für uns gefunden. Natürlich Chicken. Nashville ist dafür bekannt, dass es hier sehr geile Chicken. Kalle, Daniel ist weg. Testen wir mal Chicken aus. Also Daniel Djavi, der war ja bei Stuttgart früher, ist gewechselt. So, wir haben hier Lex Tron, danke für den Sub. 25, was haben wir bezahlt? Hast du dich gekriegt? $26. Wir wissen nicht, was auf uns jetzt zukommt. Zeig mal bitte her. Weiß nicht. $25? Bruder, wir haben dafür $26 bezahlt. Was? Das stimmt, Digga. Preise im Stadion und sowas, das war bodenlos. Ein Wasser, $5. Ein Bier, $13. Das beides. Gib mein Money back. Also, Bruder, weiß ich jetzt nicht. Und das schmeckt und auch nicht mehr. Das ganz schnell runter hier, sorry. So, unsere Plätze sind hier. Wir sind, glaube ich, genau die letzten zwei Reihen.
die noch Regen abbekommen. Die dort oben kriegen gar keinen Regen mehr ab. Digga, die haben hier sogar einfach im Stadion extra ein DJ. Überlegt euch mal das. Ich bin gespannt, wie viele Leute zu so einem Nashville-Spiel gehen. Aha, there he is. MVP! MVP! Chicha! Holland, du kommst nachher zu mir runter. Herr Kalle, bei Hertha ist auch ein DJ, glaube ich, gewesen früher. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Jubilevic oder wie der heißt? Ich weiß nicht, wie der heißt. Guck mal, Ricky Butch. Aha, Douglas. Douglas Costa einfach. Das ist der Auswärtsblock. Voll großer Block, aber. Eine Familie. Wir sind rübergekommen. Gänsehaut pur. Gut, Mucki. Es füllt sich, Leute. Es füllt sich. Aha. Oder? Weiß ich jetzt was. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Digga, guck mal, was da jetzt alles passiert. Costa nur auf der Bank, in der Leipzigischen Galaxy. In Victor's Team oder in Prime? Schön die Eier hängen. Ist halt so. Guck mal, das Feuer und so. Man muss halt sagen, dass dort Fußball wie bei uns Hochsprung ist. Ich glaube, Fußball ist so wie hier Basketball. Also deutscher Basketball. Ich glaube... Oh, von wo kommt Hani? Ich glaube Sudan. Ich glaube Sudan. Ich weiß nicht, wie ich auf Sudan komme. Ja, Sudan ist richtig. Lol. Was haben wir hier für Gänsehaut? Haben die Stühle bunt gemacht, damit das voller aussieht. Die haben Gänsehaut, guck mal. Aber die Jungs haben Gänsehaut. Bieler ist da, der war schon in 1000 Stadien, der hat Gänsehaut. Hat man nicht oft im Stadion. Let's fucking go! Wahrscheinlich auch, weil es sein Kumpel ist, halt der Spiel. Was haben wir hier für Gänsehaut? Ganz kurz, by the way. Next prediction. 2-1 Nashville. 2-1 Nashville. Gut. Mukhtar im Tor. Ja, und Anuga kommt in. Gut. Hani trifft einmal. Ich sage 3-1 Nashville. Hani trifft sogar zweimal. Entweder Tor oder Tor und Assist. Lasse danke, Frank. Hört mal jetzt gleich, Leute. Wenn die Mukhtar rufen, alle sind lauter. Glaub mir. Ist wirklich so, ne? Hani, alle sind lauter. Ich schwöre. Das ist nicht so laut, aber cool. Hani! Hey! Guter Ball, Mucki! Hey! Schon wieder Ref. Langsam recht. Chicha! Oh ja. Gut, Hani! Oh! Taktisch! Oha! Ich habe gesagt taktisch! Oha! Und nur Rückraum. Was? Ja.
Nein, ich sage, taktisch. Taktisch ist faul an der Mittellinie. Digga, wenn er reingeht, 1-0. Taktisch faul. Amerikanische Liga vergleichbar mit Regionalliga, das niemals. Niveau der MLS ist fragen noch viele. Ich habe keine Ahnung, wie man es einstufen soll. Wie erste Liga, obviously nicht. Zweite Liga ist komplett anderer Fußball als Dings. Ich würde so eher mit, keine Ahnung. Nein, zweite Liga, Digga. Wisst ihr, was in zweiter Liga passiert? Da wird halt nur gekämpft. Dritte Liga, noch mehr Kampf, noch weniger Fußball. Nein, da wird ja MLS, Digga, die Bolzen, die kicken da ein bisschen hin und her. So. Die haben individuell gute Spieler. Aber alle sind schon satt, die haben nicht so Bock. Belgien? Ja, Richtung Belgien so. Fußballerisch mehr. Auf keinen Fall zweite Liga oder dritte Liga oder. Wenn jetzt Nashville gegen. Da gibt es ja Mannschaften, die spielen können, die oberen, gegen Sandhausen spielt. Warte, wir haben mal mit Hertha gespielt gegen Minnesota FC. Ich glaube 2-0 haben wir gespielt oder 1-0. Und die waren nicht mal gut. Also die können kicken. Das Ding ist, diese MLS, da ist halt so ein Schütze, ja, kriegst dein Geld, bababab. Fußballerisch. Da wird nicht so viel gelaufen, glaube ich mal, so wie in der Bundesliga und so, aber so irgendeine spielstarke Liga, es geht gefühlt um nichts. Ja, so. Muss. Voll vergessen, einfach Cáceres von Juve. Klar. Bei, LA früher bei FIFA war er so gut, Digga. Willi MLS, ich sag sogar, Bieler könnte MLS zocken. Digga, ihr wisst nicht, was da rumläuft, Leute, ich schwöre. Es ist unglaublich. Unglaublich. Oh. Guck's dir an. Naja, einfach 70% Ballbesitz für Geld. Jetzt habe ich mit 5 versucht, diese Scherenschüsse. Flexi, Bruder, ja. Ja, wohl los. Ganz Hand? Oh ja, das war Ellbogen. Ja, VIA checkt das. Ja, der checkt das. Hab ich drauf, Buki. Hab ich auch so gesehen. Ja. Oh mein Gott, alles weiter. Ja. Yes! Yes! In meinen Augen ganz klar Elfmeter. Das sieht man bei mir auf dem Video beim Freistoß, sieht man das. Er geht mit dem Arm so hin. Das ist Elfmeter. Und dann ist es Mookie Show. Und? Ja! Ja, hat Hanni wirklich einen Tor? Ja! Let's go, Mookie! Let's go, Mookie! Yes! 30. Minute. Elfmeter Nashville. Ja, cool. Ja, Steiner! Ja! Ja, Steiner! Yes! Tiny Star dort. Ja, Digga, der ist... Guckt euch das an. Der die ganze Liga. Und der spielt nicht mal bei einem guten Team. Hani Mukhtar, 22 Tore, 11 Assists und der Mann ist 10er. Und die sind dann so Leute wie, weißt du, Chicharito, 14 Tore, 2 Vorlagen. Gonzalo Higuain, 10 Tore, 3 Vorlagen. Carlos Vela, 8 Tore, 11 Vorlagen. Digga, er hat 22 Tore, 11 Vorlagen als 10er, der trifft fast jedes Spiel. Und setzt Hertha zurück, ich glaube, der chillt lieber dort. Ich glaube, der wechselt demnächst zu LA Galaxy oder Inter Miami, kriegt da einen super Vertrag und rasiert hier ein bisschen weiter MLS. Lebt in Miami, lebt in LA, lebt in New York, irgendwie sowas. Nazi spielt, ja okay, wir haben ja, guck dir die deutsche Nationalmannschaft an und MLS, das heißt ja nicht, wenn er es hier macht, dass er das auch auf Top-Niveau kann in der Bundesliga oder sonst was. Und deswegen auch hier einer schreibt, er soll da bleiben und erfolgreich sich feiern lassen, ihm geht es doch anscheinend gut. Wisst ihr, wie geil sich das anfühlt, du kommst in Stadion rein, alle lieben dich, alle feiern und sowas. Warum sollte er da weggehen? So, wisst ihr, wie wohl er sich bestimmt fühlt?
der fickt die ganze Liga, der geht als bester Spieler der Liga, das ist schon, schon geil. Junge, diese Annahme, was macht vielleicht bei uns in der Mannschaft einer bei Delay Sports? Was sind das jetzt? Guck mal. Und dann noch grätschen, obwohl der Ball 5 Meter vor dir ist, Digga. Das ist dumm und schlecht. Digga, der Junge ist echt gut, ne? Ja, ist echt gut. Ich schwöre, ich fand den so geil bei Dings, bei Barca. Guck da einmal, du giftige Arme, ja. Also Leute, von der Halbzeit, ihr seht, meine Stimme ist schon ein bisschen weg. Wenn ich Spiele gucke von Freunden von mir, ist immer, dass ich auch schreie, brülle, Schiris und was weiß ich was. Aber, kurzes Update, Nashville spielt wohl los. Aber Muki getroffen. Es kommt auf nichts anderes drauf an. Muki getroffen, das ist wichtig. Ich hoffe, der macht noch eins oder ein Assist. Gucken wir mal, zweite Halbzeit. Und ja, let's go. Let's go! Sehr gut. Ich würde so gerne mal zum Probetraining von FC Nashville gehen. Jetzt einfach so aus der Kalten. Nichts sagen von meiner Verletzung und so und einfach gucken, ob die mich annehmen würden. Gute Videoidee, ja, man kann aber nicht zu Verein gehen und einfach sagen, jo, kann ich Probetraining machen. Hör doch mal auf, ja. Um halten! Ich sage, ich bumse die. Chicharito hat im letzten Spiel in der 97. Minute beim Stand von 2-2 hat er einen Elfmeter Panenka gemacht und hat verkackt. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Mal gucken. Oh mein Gott! Chicharito 2 Elfmeter in Folge verschossen. Yes, Alter, ich schwör's dir! Oh! So stark mit dem Eckball! Ey, Dicker! Yes, Mucki! Oha! Schade! Ne, wir danken für den zweiten, den wir schicken. Minute! Ja, was ist das denn? Oder was ist das denn, ja? Digga, der Junge ist so gut. Dieser Ricky Putz, ich glaube, er hat Passquote von 100%. Er ist so cool. Er verliert nicht einen einzigen Ball, das gibt's gar nicht. Das ist so cool. Und er ist 10-mal so gut wie alle da, glaube ich. Sehr, sehr guter Spieler. So ist super Fußball. Oh. Also, guck mal den an. JD, Jedi, danke für Prime. Wir haben jetzt noch, welche Minute haben wir? 90. 88. Seit der 65. Minute, Nashville steht nur noch hinten drin. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, leider, dass sie ein Tor kassieren, aber bis jetzt haben sie ausgehalten. Mal gucken. 3 Minuten Nachspielzeit. Lass doch! Man kann Gehälter eingucken eigentlich. Also bei MLS, da ist ja mit Salary Cap mittlerweile zu den Top-Verdienern des Teams. Ich weiß, dass er in der Top 4 oder Top 10 ist in der MLS. Das ist aber letzte Saison, glaube ich, weil er hat einen neuen Vertrag. Ich will mal gucken, was dieser Ricky Puig. Wie wird da geschrieben?
Please send him. Boah. 500.000 im Monat, circa. Okay. Aber ich glaube, das hat er auch bei Barca. Ist jetzt nicht, dass er wegen Geld drüber gegangen ist, denke ich. Er spielt da, der chillt in L.A. Der ist da 19 Jahre alt, frisch, der klärt sich da bestimmt jedes Mädchen. Wohnt in einer geilen Villa in den Hills. Und ist wahrscheinlich in 3 Jahren hier mit Abstand der beste Spieler. Und wird eine Vereinslegende oder so, was weiß ich. Er ist 23? Oh oh. Oh oh. Eine Hand. Ich schätze. Hör mal auf. 90. Minute, bitte nicht. Ach du Scheiße. Nee, Ohr. Ich glaube, es geht doch. Oh oh. Schießt wieder die Richtung? 90. Minute, Elfmeter. Es ist unglaublich, ehrlich. Boah, da ist sogar Ricky. Schade. Fast 1-0 Sieg mit Siegtreffer von Hani gegen LA Galaxy. Schade. Also Spiel vorbei, Leute. Wir sind jetzt hier noch so einer. Wie machen wir das nochmal dazu? Ah, guck mal da. Verstanden? Oh Gott. Wir sind jetzt hier so eine Lounge für die Spielerfamilien nach dem Spiel. Ganz gut zum Spiel. Muki hat den Ding gemacht, wie immer. Tor gemacht, glaube ich, 70% Ballbesitz für Galaxy, leider. 90. kassiert, hart. Ich werde mir gleich das Trikot von Hani schnitzen. Und dann essen wir noch ein bisschen was. Und ja. Mr. MVP, the season. Rüberrücken. Rüberrücken. Ich habe eine kleine Überraschung für ihn. Chicharito? Wow. Yes, Chicha und Chicha. Warte mal. Ey, wisst ihr, warum hat Ben nicht gespielt? Erst bei LFC, ne? Erst bei FC. Erst bei denen, oder? Ja. So, Leute. Das war's mit dem Start. Stimmt, Chicharito war mal bei Leverkusen. Im Block. Mokhtari getroffen. getroffen. Das war's mit dem Stadionblog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Leute, lasst sehr, sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Supportet das Ding. MVP this season. Die nächsten Tage kommt der American Football Blog, ne? Stay tuned, Leute. Cool. Leute, ihr wisst, wie es läuft. Liken, kommentieren, Abo da lassen. Ich verlose das getragene Shirt von Hani. Ich werde den Gewinner bei Instagram bekannt geben. Und bis zum nächsten Mal. Naja, Chicharito behält er so für sich, weil er Hani-Trikot schon hat. Das ist ekelhaft. Amerika ist cool. Yeah, yeah, yeah.